Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Wie ihr in der Überschrift schon gelesen habt, geht es heute wieder um die Glossy Box und die ist diesmal in diesem schönen Comic-Design. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, was drin ist und würde sagen, wir starten jetzt gleich mit der Box und schauen jetzt auf jeden Fall gleich erstmal rein. Wenn man die Box aufmacht, hier in dem Deckel ist auch nochmal ein Motiv drin, was ich sehr, sehr schön finde, gefällt mir richtig gut, ist mal was anderes. Und so sieht natürlich das Ganze wieder hier von innen aus. Einmal mit der schönen Schleife, diesmal in so einem schönen Dunkelrot oder Burgunderrot. Und hier haben wir einmal das Glossy Magazin. Das schauen wir uns später an. So sieht das Papier hier aus. Also auch sehr, sehr schön gestaltet wieder. Wir haben hier eine Leseprobe drin und zwar von Finde Dein Style von Miyabi Kawai und Manuel Cortez. Genau. Dann kommt mir hier das hier entgegen und zwar ist das von Schneider. Ein Stift hier drin. Ja. Eine hier und der hat hier so eine Rollerball-Spitze, kann man auf jeden Fall gebrauchen. Von Luxi ist hier ein Pinsel drin und zwar so ein Fanbrush. Waren jetzt schon ein paar Mal Pinsel von Luxi mit in der Box dabei und ich finde die eigentlich alle recht gut. Und der Fanbrush hier ist auch ein schöner schmaler, ist sehr, sehr weich und ich glaube, den kann man wirklich sehr, sehr schön für Highlighter verwenden. Von Ico London haben wir hier ein Produkt drin und zwar ein Liquid Eyeliner in Black mit einer sehr, sehr dicken Spitze. Also da kann man wirklich dick malen. Und mit einer feinen Hand geht es auch etwas feiner. Weiß ich nicht so, wie ich mit so einem hier zurechtkomme. Von Model Co. ist hier ein Produkt drin und zwar ein Beauty Fix Make-up Setting Spray. Das sieht so aus und hat hier wirklich so ein feiner. Hat's mich jetzt gerissen. Ja, und zwar das sieht so aus und das ist im Endeffekt ein sehr, sehr schmales, ideal für unterwegs. Jetzt sprühen wir einfach mal. Also, okay, jetzt kommt was Feineres raus. Der Geruch ist jetzt nicht so dolle. Ja, also da bin ich mal gespannt. Also die erste Sprühe, da waren sehr, sehr dicke Tropfen dabei. Jetzt geht es eigentlich nach dem zweiten, dritten Mal sprühen. Aber bin ich auf jeden Fall mal gespannt, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann The Ritual of Namaste Glows Natural Skincare Radiance Anti-Aging Day Cream von Rituals. Ist die. Scheint eine etwas, ja, fast, also nicht flüssige, aber auch nicht feste Konsistenz, so irgendwie sowas dazwischen. Und riechen tut es sehr naturkosmetikmäßig. Also das ist so ein typischer Naturkosmetikgeruch, ja. Aber sehr angenehm. Von Schwarzkopf haben wir hier ein Produkt drin, und zwar ein Oil Ultime Rose Finishing Oil for Stressed Hair and Scalps. Das sieht so aus. Und hier steht drauf, eine kleine Menge ins Handtuch trockene Haare oder trockene Haare einarbeiten, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Genau, das ist dieses kleine Fläschchen hier.
Ja, das riecht definitiv nach Rose. Also wer Rose nicht mag, der wird das hier auch nicht mögen. Und das hier ist das letzte Produkt und es ist echt groß und es ist von Catrice, die Professional Make-up Technique Face Palette. Die wollte ich mir schon mal holen und ich habe die auch schon in der Hand gehabt, habe es aber dann sein lassen, weil die echt ja nicht so günstig ist. Und ja, jetzt ist sie hier drin, was ich echt cool finde. Jetzt gucke ich nur mal, dass ich die hier irgendwie rauskriege. So sieht das gute Stück aus. Das ist nochmal so ein Umkarton, dann schieben wir die einfach raus. Und dann ist die hier nochmal mit so einer Folie geschützt. Interessant. Ziehen wir jetzt doch gleich mal ab. Und die hat hier so eine Welle drin. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön aus. So, wie gehst du jetzt auf? Also so sieht dann das Ganze hier von innen aus. Hier haben wir einmal die Beschreibungen. Also wir haben hier einmal ein mattes Contouring, mattes Bronzing, matten Blush, ein Curly Blush, ein mattes Puder, ein Highlight Gold, ein matte Creme und ein Highlight Silver. Und ich würde sagen, ich swatche jetzt mal die Contour. Und den Bronzer, also das hier ist der Konturton und das ist der Bronzerton. Und also sehr kräftig pigmentiert, muss ich sagen. Und ich finde den Konturton fast ein bisschen zu rotstichig. Und der Bronzerton ist auch sehr, sehr dunkel. Also da weiß ich nur nicht, ob das für mich geeignet ist. Dann nehmen wir einmal den normalen Blush und den Pearly Blush. Also das hier ist der normale und das ist dieser schimmernde. Also den normalen Blush kann man auf jeden Fall verwenden. Bei diesem Pearly Blush würde ich eher sagen, eher fürs Auge. Aber was man sagen kann... Je nachdem, also ich glaube, wenn sich die Farbe abgetragen hat, sieht man da Glitzerpartikel. Also das finde ich dann auf dem Gesicht nicht so toll. Und das matte Puder, das ist im Endeffekt, ja, ein... So, der Pinsel hat sich einmal verabschiedet. Also das Puder ist einfach ein ganz normales Puder. Dann nehmen wir mal diesen Gold-Highlighter. Den swatche ich jetzt mal hier oben hin. Ich weiß jetzt nicht, ob man den erkennen kann. Also es ist ein sehr, sehr schöner Highlighter. Gefällt mir richtig gut. Keinen groben Glitzer drin. Sieht sehr, sehr schön aus. Dann gehen wir mal in diesen Creamy Silver Highlighter hier. Diese Farbe hier. Und den swatche ich euch jetzt mal hier hin. Also ich muss sagen, der ist echt schön dezent und einfach so als Creme-Highlighter, ja, hinterlässt halt wirklich bloß so einen leichten Glanz. Also da ist nichts, kein Glitzer drin. Man sieht auch jetzt, wenn er verblendet ist, eigentlich nicht mehr so viel, nur so wirklich so einen leichten Schimmer. Und dieses, das denke ich, dürfte einfach ein Concealer oder so sein. Hier hin. Ist auch sehr cremig, sehr hell. Ja, und das ist einfach so ein auffällendes Ding und das wird pudrig. Oder? Also das fühlt sich an, als würde es beim Auftragen pudrig werden. Sehr interessant. Steht da hinten was drauf? Abdecken von dunklen Augenringen und Hautunebenheiten mit Creme. Ja, mehr steht da nicht drauf. Ja. Auf
jeden Fall eine sehr, sehr interessante Palette. Also ich werde die auf jeden Fall demnächst ausgiebig testen. Und ja, jetzt schauen wir noch in das Magazin rein. Und hier haben wir einmal ein Tutorial mit einem Peachy Look. Von Schwarzkopf hatte ich ja dieses Rosenöl hier drin. Und die Originalgrößen schauen so aus hier. Es sieht sehr, sehr interessant aus, würde ich sagen. Finishing Oils, 100 Milliliter, 4,50 Euro die 5 Milliliter. Jetzt muss ich nochmal lesen. Also Originalprodukt kostet jeweils mit 200 Millilitern 25,90 und die 5 Milliliter liegen bei 4,50 Euro, steht jetzt hier drin. Genau, dann hätten noch so verschiedene andere Schwarzkopfprodukte hier drin sein können. Dann hätte hier von Giorgio Armani C das eine Bodylotion drin sein können. Dann habe ich ja die Palette, die kostet 12,99 Euro, die von Catrice hier. Keine Ahnung, wie man die Marke ausspricht. Es hätte hier drin sein können eine Maske und von L'Oreal die neuen Produkte. Von Revlon hätte ein Ultra HD Lip Lacquer in Pink Ruby oder Strawberry Topaz drin sein können. Von Tretel Moon eine Wild Cherry Magic Körpermilch. Bin ich froh, dass ich sie nicht drin habe. Wie gesagt, ich mag die Produkte einfach nicht so gerne. Es hätte nochmal drin sein können ein Soft Water Mint Rain. Das hatte ich ja in der letzten Box drin. Von La Cura You. Das ist dann die Aldi. Ja, die Aldi Süd Eigenmarke. Hätte ein Eye Mousse drin sein können. Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gebraucht, weil meine Augen sehr, sehr empfindlich sind. Von Blistex hätte ein Tiptone Soft Color drin sein können. Oder eine Dessange Professional Hair Luxury Paris. Nährendes Elixier, sofortige Geschmeidigkeit und tiefennährende Maske. Von James Bond 007, das For Women, die Nummer 3, also die neueste Variante, hätte drin sein können. Von Altera ein Lippenstift in verschiedenen Farben. Von Rituals Cosmetics, das Ritual of Karma Sun Protection Milky Spray hätte drin sein können. Von Olas, das Total Effect 7-in-1. Federleichte Tagespflege, die hatte ich schon mal irgendwann in der Glossy Box, aber das war ganz, ganz am Anfang, wo ich die das erste Mal abonniert habe. Ich habe übrigens jetzt letztes Mal nachgeschaut, seit wann ich die Glossy Box habe und ich habe die seit 2013, also wirklich schon eine ganze, ganze Zeit lang schon. Und ja, vom Skin Food hätte eine Black Sugar Perfect Splash Mask drin sein können. De Breuer Eau de Beauty Monoi Body Splash, das hatte ich schon mal drin. Ein Tracking Moon Lychee Sorbet von My Beauty, The Incredible Face Mask. Das sind alles Produkte hier, die eigentlich schon mal drin waren. Dann habe ich hier dieses Beauty Fix drin, das kostet 7 Euro bei 10 Millilitern. Ganz schön happiger Preis für so ein kleines Tübchen. Mal schauen, was es so bringt, ob es das hält, was es verspricht. Und ja, das war's dann auch schon. Und die nächste Edition ist die Midsummer Edition. Wir können den Juni kaum erwarten. Schließlich genießen wir in diesem Monat die längsten heißen Tage und lauwarme Nächte. Für unsere Beauty-Looks lassen wir uns dabei von den Nordlichtern inspirieren. Midsummer lautet das Stichwort. Sei gespannt, was dich neben absoluten Produkt-Must-Haves sowie lässiger Scandi-Inspiration erwartet und feier mit uns gemeinsam das Midsummerfest im Schweden-Style. So schaut das Bild aus und hier ist noch eine Werbung drauf von Emmy Gray. Echte Rosen, die jahrelang blühen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das hier so ein Code ist. Also wenn euch das interessiert, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Und ja, das war meine Box.
Ich habe mich auf jeden Fall über diese Catrice Palette sehr, sehr gefreut und über den Pinsel. Also den finde ich auch super. War jetzt in dem Heft drin? Doch, ha, die erste Seite, oder die erste Produktseite habe ich überblättert. Den habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Also der würde kosten 15 Euro. Und der Eyeliner würde kosten 17,94 Euro. Ja. Also ich denke mal, die beiden Produkte sind dann in jeder Box drin. Also der Pinsel und auch die Catrice Box sind auf jeden Fall die Highlights der Box, würde ich sagen. Das Finishing Oil werde ich auf jeden Fall gerne ausprobieren, weil ich Öl einfach für die Haare sehr, sehr gerne benutze, weil es halt einfach schöner ausschaut, geschmeidiger ausschaut, glänzender ausschaut durch das Öl. Und ja, da bin ich auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt drauf. Und ja, ich würde sagen, wir beenden an dieser Stelle das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keines meiner Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!